Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stumble Guys. Und ich würde sagen, wir gehen in den Shop. Ich mache heute erstens mache ich heute ein ganz normales Blockdash-Video. Also, ich will hier nur Blockdash Endless aus und zeige euch dann ein paar Tricks und Tipps. Und ich würde sagen, es geht mit 20 Spielern. Let's go! Also, und jetzt spielen wir die erste Runde. Ich würde sagen, wir können direkt richtig durchstarten, oder, Jung? Oder schreibt mal in die Kommentare, ob wir durchstarten im nächsten Video können. Also schreibt gerne mal unten in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Ja. Let's go, würde ich sagen. Also im Block der Chance ist wie immer mein Tipp. Nach hinten gehen. Kaputte Blöcke sieht man dann besser. Oder könnte ich euch gleich wieder meinen Trick zeigen. Einen Trick zeigen für die ihn in der letzten Folge nicht gesehen haben. Das wäre mein erster Trick. Bei dem Trick empfehle ich euch, springt nicht so wie ich, sondern ein bisschen zu. Ihr macht so, wie ich jetzt gemacht habe. Okay, Jungs und Mädels, die zugucken. Also so. So. Hier wird es wieder kniffliger. Aber nicht so knifflig, dass Motorin das nicht hinkriegt. Also am besten würde ich sagen, das war der erste Trick, Nummer 1. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir wieder in die nächste Runde rein. Wieder ein Block Death Endless. Ist klar. 5 können neu eliminiert werden. Ich würde sagen, mir keine. Wir könnten ja den hier mal zeigen. Oder den hier. Oder den von ganz weit weg, ganz genau auf einen Block. Jetzt zeige ich euch aber einen anderen Trick. Gut. Auf jeden Fall. Dieser Trick ist absolut. Auf jeden Fall, ich empfehle euch da nur noch einen Trick. Nämlich, wenn ihr das mit dem einen Ding nicht so gut könnt, dann könnt ihr einfach auf die anderen Spielerköpfe draufspringen und dann über das Ding selber drüber gehen. Also jetzt können nur noch 4 eliminiert werden. Ich würde sagen, ich zeige euch direkt den ersten Trick. Habt ihr es gesehen? Ich bin durch die Blöcke durchgegangen. Also, diesen Trick kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ist sehr, sehr cool. Können auch sehr, sehr wenige. Also, bleibt dran. Bis zum Ende. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Weil, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke ganz stark. Ich würde hoffen, dass ihr in der nächsten Folge sagt, ja, wir können durchstarten. Also, das würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall zeige ich euch hier den nächsten Trick. Wenn er funktioniert hätte, wäre cool. Aber Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in das nächste rein und ich zeige euch dort. Wisst ihr was? Ist egal, ich mache einfach noch ein Video Stumble Soccer, Super Slide und Monopoly Rush. Also, dann kann ich euch auch noch ein paar Tipps und Tricks zeigen in Monopoly Rush und so.
Also, ich würde sagen, nach dieser Runde wäre es mit dem Video gewesen. Also nach diesem Spiel. Und ich würde sagen, wir starten mal jetzt in die erste Runde rein. Ist klar, ne? Bro. So, ich hoffe. Was? Hier gebe ich euch einen normalen Tipp. Bleibt im Tor oder geht vorne drauf. Oder zieht einfach ab. Oh ja, Notruhe verteidigt mal wieder das Tor. Nach hinten, Jungs. Und da dieser Ball kommt rein. Kann ich euch einen Tipp geben? Geht einfach auf den Ball drauf. Warte, ihr macht das. Auf jeden Fall kann ich euch nur eins empfehlen. Benutzt den Trick, dass ihr immer im Tor bleibt und dann die Bälle wegbolzt. Das wäre nämlich ein ganz, ganz schlauer Trick. Und jetzt geht's weiter mit Super Slide. Wir können uns qualifizieren. Ich werde einer davon sein. Euer Notreal. Schaut sich nach der Runde wieder was Neues an. Und ich würde sagen, das wäre es bald mit dem Video gewesen. Bitte, ich schwöre, es ist sehr geil, wenn ihr ein Like unten da lässt. Also wirklich. Lasst einfach ein Like unten da. Auf jeden Fall. Sie schafft es, glaube ich, noch. Ja. Und es sind 5 Ziel. Runde ist vorbei. Es würde mich wirklich freuen, wenn ihr meine Tricks nachmacht. Vor allem hier in Monopoly Rush. Und let's go. Was? Also auf jeden Fall, das wär's mit dieser Folge gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte ein Like und ein Abo da.